Jo Leilon, jetzt kommt der Pfiff von Honey Groove. Das ist ein altes Lidl von mir. Das habe ich geschrieben, was ich noch nicht priester war. Und hab einfach alles zusammengefasst, was ich da so gehört hab. Mittlerweile bin ich 3 Uhr Priester. Das gefällt mir sehr gut. Also auf geht's! Ich möchte mal Priester werden. Ich hab nicht gewusst, dass das ein Verbrechen ist. Ich möchte mich kümmern um die Herde. Und scheinbar ist um dieses hohe Amt kein großes Krieg. Doch da gibt's manche Menschen, die kennen oder wollen das nicht verstehen. Die schauen mir an, als käme ich vom anderen Stern. Es scheint, die haben noch nie einen Nachwuchs-Puffen-Honey gesehen. Puffen-Honey-Groove. Puffen-Honey-Groove. Warum sind sie eigentlich immer schwarz angezogen? Und der Zölibat? Hm? Also ich möchte es nicht werden. Hast du dir das auch gut überlegt? Waren sie eigentlich nie verliebt? Also immer nur der Jesus? Mein Vater hat gesagt, alle Priester sind schwul. Also ich kenne einen Pfarrer, der hat 4 Kinder und 7 Enkel. Puffin Honey Groove. Und die ganze Amtskirche. Na. Also ich kann nur abraten. Hat Jesus das so gewollt? Na ja, sicherer Job. Wie viel verdienst du da? So brav warst du früher aber auch wieder nicht. Und wann hast du die Erleuchtung gehabt? Puffin Honey Groove. Was wollen sie immer werden? Priester, sag ich drauf. Und dann wird's wirklich spannend. Wer von uns beiden schneller rot anglaubt? Einen ganz bestimmten Grinser. Den kenn ich schon sehr gut. Der rennt da alle deine Star-Allüren ab. Der macht die Kleinen schwach, weißt wie gut es tut. Puffin Honey Groove. Puffin Honey Groove. Darf ich mal kurz erklären? Priester wird man durch die Priesterweihe. Ein junger Priester zumeist heißt Kaplan. Er ist der Stellvertreter des Pfarrers. Im Volksmund allerdings heißen alle Priester Pfarrer. Puffin Honey Groove. Ey, Puffin Honey Groove. Ja, Puffin Honey Groove. Oh yeah, Puffin Honey Groove. Wie lang wird's denn noch dauern, dass sie dann Priester sind? Oh, das liegt alles ganz in Gottes Hand. Und der hat viel Vertrauen zu jedem seinem Kind. Und all die 5 Fragen, du ziehst es gar nicht stehen. Da machen wir einfach ein kleines Lidl draus. Das kennen dann alle Herren und gemeinsam werden wir über die vielen Ängste, Sorgen, Nöte, Probleme der armen Nachwuchspriester blären. Puffin Honey Groove. Check it out. Follow him.